Und jetzt das Heute-Journal mit Maybrit Illner und Gundula Gause. Guten Abend. Politisch war das ein aufregender Tag für Tunesien. Die Übergangsregierung ist seit heute im Amt, zusammengesetzt aus alten Köpfen und Oppositionspolitikern. Neuwahlen sollen vorbereitet werden, schon für Mitte März. Bei dem Blick auf die Straßen in Tunis kann man sich das alles kaum vorstellen. Menschen demonstrieren weiter gegen die Gewalt und für mehr Freiheit, aber auch gegen die alten Zöpfe in der neuen Übergangsregierung und werden mit Wasserwerfern und Tränengas bekämpft. Und nach wie vor bekriegen sich versprengte Polizeigarden und die spontan gegründeten Bürgerwehren. Nicola Albrecht berichtet. Trügerisch ist die Ruhe am Morgen in Tunesiens Hauptstadt. Die ersten Menschen wagen sich wieder auf die Straße. Immerhin ein paar Geschäfte öffnen. Es scheint, als kehre Normalität ein. Etwa 2 Stunden lang geht das gut. Dann plötzlich kommt es zu einer spontanen Demonstration auf der Hauptstraße, schräg gegenüber vom Innenministerium. Es ist der Tag, an dem sich die Übergangsregierung vorstellt, nicht zur Zufriedenheit der Bürger. Es lebe die Armee, wir wollen keine alten Köpfe in der neuen Regierung, rufen sie. Alles, was wir wollen, ist, dass diese Revolution nicht scheitert und von den alten Machthabern missbraucht wird. Wir wollen Meinungsfreiheit, überhaupt Freiheit. Wir dürfen niemanden aus der alten Regierung in der neuen haben. Sie repräsentieren nicht das Volk, sondern die alte Diktatur. Es herrscht Versammlungsverbot. Armee und Polizei werden unruhig und schreiten ein. Mit Wasserwerfern, Knüppeln und Tränengas. Dann fallen Schüsse. Die Demonstration löst sich auf. Außerhalb von Tunis, in den reichen Vororten, formieren sich derweil Bürgerwehren. Sie errichten Straßensperren, kontrollieren Autos und Passanten. Sind bewaffnet mit Knüppeln, Messern und sehr nervös. Gerade hätten sie einen Scharfschützen aus dem Verkehr gezogen, heißt es. Die zahlreichen Villen der Familie des Ex-Präsidenten Ben Ali sind zerstört, teilweise niedergebrannt und geplündert. Die Wut der Menschen auf den alten Machthaber und seinen Clan hat sich hier entladen. Heute bringen viele Bürger aus der Stadt ihre Kinder hierher. Sie wollen sich ein Bild von dem angehäuften Reichtum machen. Die zerbrochene Kristallschale, ein Souvenir der Revolution. Wirtschaftskriminalität auf Kosten der Bevölkerung, das zeichnet das alte Regime aus. Sie haben uns betrogen und ausgenutzt. Verantwortung hat keiner übernommen. Was soll ich sagen? Sie haben das Geld dem Volk gestohlen und sich bereichert. Das bricht mir das Herz. Stellen Sie sich doch mal vor, hier war vor der Villensiedlung ein Waldgebiet. Das wurde abgeholzt und dann haben sie ihre Häuser hier gebaut. Mit unserem Geld. Nun herrscht wieder Ausgangssperre. Militär und Polizei bringen sich in Stellung. Es ist bislang ruhiger als in der Nacht zuvor. Aber auch diese Ruhe könnte wieder trügerisch sein. In Tunis sind wir jetzt wieder mit Alexander von Sobeck verbunden. Alexander, das war nun auch ein politisch aufregender Tag. Hat sich jetzt am Abend an der Situation auf den Straßen etwas verändert? Ja, verglichen mit gestern Abend ist das eine völlig andere Situation. Es ist völlig ruhig in den Straßen. Die Polizei ist abgezogen. Ich habe mich gerade noch mal in den Nebenstraßen hier umgeschaut. Die Polizeikonvois sind abgerückt. Jetzt kontrolliert nur noch das Militär mit seinen Panzern die Kreuzungen. Und wir haben in den letzten Stunden den einen oder anderen Schuss gehört. Aber vollkommen anders die Situation als gestern Abend. Diese frisch installierte Übergangsregierung scheinen die Menschen nur begrenzt zu akzeptieren. Hunderte haben da heute gegen sie demonstriert. Was bedeutet das jetzt? Es waren eben nur ein paar hundert, aber es gibt doch sehr viele Menschen hier in Tunesien, die jetzt in dieser Übergangsregierung einen Hoffnungsschimmer sehen. Auch wenn 4 Positionen in diesem Kabinett noch mit Vertretern in Schlüsselstellen des alten Regimes von Ben Ali besetzt sind, das Innenministerium, das Außenressort, Finanzen und die Verteidigung, aber es sind eben auch 3 Oppositionspolitiker drin, der bekannteste darunter, der Chef der Demokratischen Fortschrittspartei,
Najib Chedi, eine auch hier in Tunesien relativ bekannte Figur. Und was wirklich spannend war, waren die Ankündigungen, die heute von dem Übergangspremierminister gemacht wurden, nämlich die Zulassung von bisher verbotenen Parteien, die Freilassung von politischen Gefangenen, ein ganz, ganz wichtiges Thema hier in Tunesien, und die Ankündigung, dass in Zukunft sogenannte NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen hier in dem Land wieder arbeiten dürfen. Das muss ich natürlich erstmal in Tunesien bei allen rumsprechen, aber ich glaube, das ist für dieses Land ein fast revolutionäres Signal. Politische Gefangene freizulassen war einer der Punkte, die heute angekündigt wurden. Gibt es eine Chance, die Gräueltaten der Ben Ali-Diktatur jetzt schon aufzuarbeiten? Nein, jetzt mit Sicherheit noch nicht. Wie gesagt, viele sitzen eben noch in den Gefängnissen, und erst wenn die rauskommen und ihre Geschichten erzählen, wird man den ganzen Umfang dieses Schreckensregimes erkennen, was hier gefoltert wurde, wie Leute nur für eine Meinung ohne Prozess im Gefängnis gesessen sind, und zwar Jahre und Jahrzehnte. Das wird eine Aufarbeitung brauchen, so wie beispielsweise nach der Revolution in Rumänien oder nach dem Ende der Apartheid in Südafrika. Das wird Wochen, Monate, Jahre dauern, bis diese Menschen ihre Geschichten erzählt hat und bis man die Wahrheit tatsächlich ans Tageslicht gebracht hat. Und das bedarf dann auch den Bau einer völlig neuen Zivilgesellschaft, eines rechtsstaatlichen Systems. Und das geht sicher nicht von heute auf morgen. Sagt Alexander von Sobeck, vielen Dank für diese Einschätzung. Und eine andere große Frage bleibt: Werden sich die Menschen in Libyen, in Ägypten, in Jordanien, vielleicht sogar im Jemen ein Beispiel nehmen an den Tunesiern und ihre alten Potentaten über den Jordan schicken? Die offiziellen Reaktionen aus der arabischen Welt hielten sich sehr in Grenzen. Libyens Despot Gaddafi beschimpfte die Demonstranten, die anderen Herrscher schwiegen und mussten ihr Volk auf den Straßen gewähren lassen. Dietmar Ossenberg über die demokratische Ansteckungsgefahr im arabischen Raum. Rund 300 Millionen Menschen in der arabischen Welt verfolgen seit Tagen die Berichte über die tunesische Revolution. Sender wie Al Jazeera senden 24 Stunden. Alle Kommentatoren stellen die gleiche Frage: Wird das Beispiel Schule machen? Seit Tagen Proteste in Amman gegen steigende Preise, gegen Arbeitslosigkeit. Im Süden des Landes ist es bereits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Proteste gegen eine unfähige und korrupte Regierung. Seit den Ereignissen in Tunis stellen viele Demonstranten sogar die Machtfrage. Die arabischen Herrscher haben zwei Möglichkeiten: Weiter mit Unterdrückung regieren, um genauso zu enden wie der Tunesier Ben Ali, oder Demokratie und Freiheit zuzulassen. Auf Spruchbändern in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a wird offen zum Sturz aller arabischen Diktatoren aufgerufen, einschließlich des eigenen Präsidenten. Ähnliches hat es im Jemen noch nie gegeben. Wir sagen den Unterdrückern: Haut ab, bevor wir euch zwingen zu verschwinden. Ali Abdullah Saleh, Präsident des Jemen. Gestützt auf die Armee kann er politisch nur überleben, weil die USA Millionen Dollar Militärhilfe locker machen. Aber damit scheint jetzt Schluss zu sein. US-Außenministerin Clinton fordert ultimativ demokratische Reformen. Und im Golfstaat Katar waren sie vor wenigen Tagen alle arabischen Führer. Die Menschen hätten Korruption und erstarrte politische Systeme satt. In fast allen arabischen Ländern, wie hier im Libanon, ist es die Jugend, die jetzt auf die Straße geht. Gut ausgebildet, aber ohne Perspektive. Bei den Protesten ist ein breites politisches Spektrum vertreten. Aber es ist keine islamistische Bewegung, auch wenn viele arabische Führer das behaupten. Kairo. Im Spiegel der tunesischen Ereignisse wird Mubarak seit Tagen zum Rücktritt aufgefordert. Mubarak, du bist der Nächste. Das Flugzeug wartet schon auf dich. Seit fast 30 Jahren ist er an der Macht. Seit fast 30 Jahren regiert er mit dem Ausnahmerecht, Polizeiterror und Folter inklusive. Wenn Mubarak noch einmal als Präsident antritt oder versucht, seinen Sohn als Nachfolger zu etablieren, erwarte ich noch für dieses Jahr einen Volksaufstand in Ägypten.
ob es tatsächlich zu weiteren Revolutionen kommt? Überraschend war es schon, als heute der einflussreichste Scheik der arabischen Welt über den Satellitenkanal Al Jazeera den Demonstranten seinen Segen gab und die Menschen aufforderte, dem tunesischen Beispiel zu folgen. Ob das allerdings friedlich bleibt? Denn noch immer setzen die meisten arabischen Herrscher auf Polizeigewalt, Brutalität und Geheimdienste.